Der Curling-Sport beinhaltet für mich klassische Komponenten. Es ist Teamwork in erster Linie. Dann habe ich Technik ein sehr hohes Maß. Fitness, Athletik ist sehr stark. Mentale Stärke und im Großen und Ganzen sehr, sehr starker, vielseitiger Sport. Das Faszinierende für mich im Curling-Sport ist das Zusammenspiel einerseits der individuellen Leistung und zum anderen die Mannschaftsleistung. Wir haben an den Curlingstein kleinste Sensoren angebracht, die während sich der Stein über das Eis bewegt, die Drehgeschwindigkeit und die Beschleunigungswerte erfasst. Wir haben an dem Besen, den die Curler beim Sport verwenden, Sensoren angebracht, die zum Beispiel die Beschleunigung des Besens messen und auch messen, welche Kraft auf den Besen aufgebracht wird. Die technischen Geräte haben keinen unmittelbaren Effekt auf den Sport, denn der Athlet muss die Leistung selbst erbringen. Wir können mit unseren Maßnahmen lediglich technischen Support liefern, sodass Trainer und Athleten ihren Trainingsprozess optimieren. Wir haben eine Software geschrieben, die dem Sportler und dem Trainer zeigt, wie viele Wischbewegungen ausgeführt wurden, wie schnell diese Wischbewegungen ausgeführt wurden und wie viel Kraft pro Wischbewegung aufs Eis gebracht wurde. Technische Systeme im Training sind für uns sehr relevant, um genaue Anhaltspunkte zu haben, wie der Stein gespielt wird, losgelassen wird, Geschwindigkeitsmessungen. Und natürlich auch Druckfrequenz beim Wischen, also auch da arbeiten wir mit technischen Systemen. Die Ziele des Projektes sind für uns wirklich, dass wir eigene Erkenntniswerte haben, um Leistungsparameter für den Curling-Sport zu entwickeln, um daraus dann praktisch auch eine gute Trainingssteuerung gewährleisten zu können. Dies wollen wir durch zwei Unterziele erreichen. Zum einen entwickeln wir instrumentierte Sportgeräte, wie beispielsweise den Wischbesen. Und wir versuchen, die tatsächlichen physikalischen Zusammenhänge zwischen Stein und der Eisoberfläche zu ergründen. Detaillierte Messdaten sind im leistungssportlichen Training insofern sehr wichtig, als dass sie die objektive Datenlage zur Beurteilung der Qualität und Güte der sportlichen Handlung geben. Ich verspreche mir, dass wir uns für unsere alltägliche Arbeit im Trainerbereich den Athleten wirklich sehr gutes Feedback geben können und sie zu steuern, dass sie zu Weltklasse-Athleten sich entwickeln können. Dass wir auf dem richtigen Weg sind mit dem Vorhaben, aber jetzt ist ja nun eine Datenflut, hat sich angestaut und die Datenflut muss durch die Spezialisten der Universität Rostock dann erstmal nach dem Prinzip von Ursache und Wirkung als ein physikalisches Angebot an die Sportpraxis gemacht werden. Und wir werden dann mit den Kollegen aus der Theorie dann das abgleichen und werden dann die notwendigen Schlussfolgerungen auf der Basis dieser Datenflut dann in das Training einfließen lassen. Staatliche Förderung im Curling-Sport ist elementar. Gerade wir sind der kleinste olympische Spitzenfachverband und ohne Bundesförderung würde es nicht möglich sein, Leistung zu entwickeln. Und insofern ist die staatliche Förderung überlebenswichtig, um auch Verbände, die nicht über ein entsprechendes finanzielles Polster verfügen, trotzdem auf einem hohen Stand im internationalen Vergleich zu halten. Der Verlauf ist sehr gut. Wir hatten die ersten zwei Untersuchungen in Hamburg, jetzt hier am Bundesstützpunkt in Füssen und der Gesamtverlauf sehr positiv. Aufgrund der guten Zusammenarbeit mit dem Curlingverband, den Athleten und dem Bundestrainer ist dieses Projekt sehr gut gelaufen. Es hat quasi Vorbildcharakter. Ich sehe den Verlauf des Projekts als sehr erfolgreich an. Wir haben hier mit der Uni Rostock einen sehr guten Partner gefunden und sind da sehr positiv gestimmt, dass wir dann hoffentlich auch ein Folgeprojekt, dann noch weitere Fragezeichen, die dieses Projekt schon aufgeworfen hat, dann lösen können. Der deutsche Curling-Sport in zwei Jahren sieht für mich aus, dass wir auf jeden Fall bei den Olympischen Winterspielen eine gute Chance haben, auch dabei zu sein 2022.
Und wir sind jetzt im Umbruch, aber auf jeden Fall machen wir uns dran, da ein Wörtchen mitzureden. Sehe ich sehr gut die Chancen für Olympia 22, für die Teilnahme, für das Damen- sowie auch für das Herrenteam. Glücklicherweise haben wir keine kritischen Punkte. Die Zusammenarbeit ist so vorbildlich gewesen, dass wir alle rundum zufrieden sind und dieses Projekt in dieser Form jederzeit wiederholen würden. Nee, gibt keine kritischen Punkte. Alles gut.